EA Pop Productions. EA Pop Productions liest japanische Fabeln. Heute Marischiten. Einst lebte in der Provinz Yamato ein Samurai, der sich lange Zeit vergebens bemühte, die Künste des Fechtens zu erlernen. Und wie er nun Tag für Tag seine Gebete an die Götter richtete, ihm Geduld und Ausdauer zu verleihen und ihm ihre Hilfe angedeihen zu lassen, damit sein Wunsch endlich in Erfüllung gehen möge, da erschien ihm eines Tages ein weißgekleideter Gott, der in jeder Hand einen Zweig des heiligen Sakaki-Baumes trug. Der Samurai, der sich erstaunt über die Erscheinung zu Boden warf, hörte zu seiner großen Freude, dass seine frommen Gebete erhört seien. Denn der Gott eröffnete ihm, dass er Marischiten heiße und gekommen sei, den japanischen Kriegern das kunstgemäße Fechten beizubringen. Der hocherfreute Samurai dankte dem Gott Marischiten voll Demut, und alsobald begann dieser seine Unterweisung. Er reichte seinem Schüler den einen der Sakaki-Zweige, er selbst hielt den anderen in der Hand, und so den heiligen Zweig in der Luft schwingend, ging er alle Hiebe und Paraden mit dem Samurai durch, der nun mit einem Male ein guter, gewandter Fechter wurde. Noch viele andere tapfere Krieger in Japan erlernten darauf die Kunst des Marischiten, und so ist es gekommen, dass dieser Gott bei den Japanern hoch in Ehren gehalten wird. Das heißt aber, dass wenn ein Krieger noch so geschickt in seiner Kunst ist und alle Handgriffe versteht, er dennoch nichts zu leisten vermag und keinen Ruhm erlangt, wenn er nicht an Marischiten glaubt und fromme Gebete zu ihm sendet. EA Pop Productions.